durchgefurzt. Eine Mulde. Oh, da fällt mir gerade auf, ich sollte mal meine Stimme. Okay, das war die linke Maustaste. Sowas brauchen wir. Wir brauchen die Fluidux, hatte ich gesagt. Ne? Ja. Aber. Aber. Dann bring doch auch gleich die. Wie willst du die Motoren versorgen? Herzlein. Oder willst du überhaupt die Motoren aufbauen? Deswegen, ja klar, jetzt haben wir die Motoren da, jetzt hast du gesagt, die machen wir. Jetzt werden die auch genommen. Du bist ein Schlaubi, ey, ohne Witz. Hab dir zu dir gesagt, ich baue schon mal die Motoren auf. Nee, das war mal anders da. Nee. Dann hast du gemeckert und dann lass ich's. Ich hab nicht gemeckert. Außerdem hast du. Setz da oben mal bitte 3 Cobblestones übereinander für das Portal. Hier oben? Ja. Okay. Wollen wir nicht 4 machen? Dann haben wir den Ghostblock nicht. Wir haben keinen Ghostblock auf dem Server. Ah, okay. Geil, hä? Wie ich's einfach mal drauf. Ja, na toll, wie du's drauf hast, ey. Wirklich. Ach, jetzt ist doch 4. Was soll denn der Mist? Ich weiß nicht. Gib mir mal die Motoren. Danke. Motor? Wo bist du hin? Hier nicht hin. Gut, ich würde das halt nach Möglichkeit irgendwie alles ein bisschen zentraler aufbauen. Ja, natürlich. Sobald du mir die Motoren gibst, kann ich da auch die Motoren. Was denn für Motoren? Du hast die Motoren, die Verbrennungsmotoren. Nein, ich habe keine Motoren. Alter, ich habe nur 2 in der Chest. Ach doch, hier. Sind keine. Du müsstest 6 Stück haben. Nee, 2 Stück habe ich. Die anderen? Hier. Ich gucke in meinen Rucksack. Keine Motoren drin. Hier ist noch eine Pumpe von Buildcraft. Da. Wo sind die anderen Motoren? Wir hatten doch 8 Stück. Ja, 4 explodierte. Ah, da ist der Haken. Na gut. Ja gut, da ist der Haken. Wir können ja dann die Dynamos noch dranhängen, oder? Ich glaube schon. Werden wir dann sehen. So, hier ist die Pumpe. Wir müssen hier auch irgendwie noch durch. Dann. Mach das nicht so weit weg. Nee, hatte ich nicht vor. Da. 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 Und da. Hast du. Genau, dass wir die Energieversorgung gleich hier zu stehen haben. Hast du noch Hölzer, ne? Bohre. Hier sind nur 3. Alles, was da drin liegt, habe ich. Ah, ne, da ist auch noch ein Hölzer nicht. Ich habe hier im Rucksack. Nee, nicht so viel. Hölzernes Wasserrohr. Hölzerne Energieleitung. Warum ist hier nur eine Hölzerne? Hallo? Hölzerne Energieleitung, da. 7 Stück. Goldenes Wasserrohr. Goldene Energieleitung. Da liegen sie alle. Goldenes Wasser, Energie. Hölzern. Wasser. Das ist vielleicht so gar nicht so klug, wie ich das jetzt gerade gelöst habe. Dann nehme ich die doch nochmal da runter und pack das dahin. So ist vielleicht besser. Weil, das dürfte dem TK besser gefallen. Was machst du da? Ach so. Ja, irgendwie muss das Ding ja auch Energie haben, oder? Ja. Ach nee, warte mal. Aber sie ist dann nicht zu schalten. Quatsch. Das war blöd. Weil ich erinnere mich dunkel, dass wir auf dem nur einen ganz normalen Redstone-Motor drauf hatten auf der Pumpe. Deswegen sag ich ja, ich bin blöd. Wo ist denn die? Haben wir die Redstone-Motoren noch? Ja. Natürlich. Meine Fresse, wie das läuft heute. Das ist ja nicht mehr normal. Einer reicht, ne? Ja. Okay. Gut, die Raffinerien sind schon mal versorgt. Sollen wir die denn, die Motoren nachher, wenn wir da Sprit drauf tun, sollen wir die per Leitung? Per Fluidleitung?
Ja. Weil dann müssen wir nicht ständig nachladen. Hast du noch Fluidux drin? Ich habe 56 Fluidux. Mach doch mal hier auch noch eine Pipe hin. Irgendwie müsste es ja noch rausgehen. 64 und 19 habe ich hier in der Hand. Ups. Guck, so soll das aussehen. Ich überlege gerade, müssen wir auf den Fluidux Dingenskirchen machen? Ja. Richtungsvorgabe und Servos drauf, meine ich. Ja, glaube ich. Ja. Gut, dann brauchen wir drei Servos. Vier Servos. Passt. Hast du die Eimer? Ja, habe ich. Hier. Danke. Ich gehe mal eben Dingens bauen. Okay. Bummens? Ja, genau. Okay. Dann geh mal. Der Gerät. Ich geh mal Dingens Bummens bauen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber es wird schon seine Richtigkeit haben. Na, wie heißen die Teile denn? Servos. Ah, okay. Zerschaltung der Anlage, damit wir da nicht überall Hebels dran friemeln müssen und so. Hebelnze. Wo ich mich ja eigentlich prinzipiell egal bleibt. Oh, okay. Ich finde das mit den Servos einfach eleganter. Ja, natürlich ist es eleganter, aber theoretisch bleibt es egal. Ah, aber die Theorie ist mir wurscht. Ich weiß. So, Servo. Fupp. Hopp. Davon könnten wir eigentlich ruhig mal eine ordentliche Ladung bauen, oder? Wir haben übrigens noch unten welche. Wie viele denn? 10 bis 15 Stück. Na gut. Musst du mal unten in der Kiste gucken. Unten in der Kiste. Unten in irgendeiner Kiste. Müssten noch welche drin sein. Wenn da keine mehr drin liegen. Emmes, dann geht's aber rund. Da sind irgendwo welche. Haben wir. Nein. Meine Fresse, was der alles weiß. So, wir haben insgesamt 47 Servos. Hast du noch Motoren? Also Redstone-Motoren? Ja. Ja, wahrscheinlich hast du die alle in deinem Inventar. Nee, die hast du. Vor deinen Füßen liegen. Jetzt auf einmal, ne? Keine Panik, das Ding kommt wieder weg. Bald, da genug Wasser drin ist. Wir wollen ja nicht gleich, dass die explodieren, ne? Natürlich nicht. Lass das ruhig so mal so stehen dann, wenn das effizient genug ist, bitte. Nee, es wird ja noch angekoppelt an die Motoren. Die tun sich ja dann sozusagen selbst versorgen. Ja. So, wir haben jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. Hier müsst ihr vielleicht dann einen Hebel dran, damit wir das hin und her schalten können. Hebel habe ich hier. Einfach daneben, ja? Ja, hier so. So an die. An die Wand. Ja. Genau. So dass wir das dann hin und her. Ja, das geht. Die anderen sind alle versorgt mit Servos. Gut. Und wenn wir Spritversorgung für die Motoren machen wollen, können wir das auch mit Fluidux regeln. Das denke ich. Dann habe ich eine Idee. Dann müssen wir die ganzen Motoren eins höher bauen. Nee, brauchst du eigentlich nicht zwingend. Warum? Du willst die Fluidux nicht noch dran machen. Ja, die kannst du doch durch, die kannst du doch deconnecten dann wieder. Wenn du hier ein Fluidukt hinsetzt. Ja? Ja. Ach ja, ja, stimmt. Ja, dann mach mal. Kannst du das so disconnecten. Dann du doch schon mal vorbereiten. Dann tue ich, warte mal, wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. So, dann wird das hier unten weggenommen. Oh. Das hier oben weggenommen. Was machst denn du? Ich wollte mit disconnecten. So, dann haben wir hier schon mal eine volle Versorgung zu stehen. Die brauchst du jetzt eigentlich nur noch. Hier so. Rüberpappen. Über das Kabel drüber. Willst du das hier mit dem Tank anschließen? Ja, und dann vielleicht da drüben an den Tank ran, oder?
Dann entweder macht bitte eins höher oder eins, also tiefer, dass wir auch drüber laufen können, oder? Nee, wenn, dann würde ich so einen höher setzen wollen. Ja, dann mach ich. Aber ich müsste ja dann hier von einem anderen Ventil weg. Hä? Noch ein Ventil? Hier hinten. Hier ist noch ein Ventil dran. Hier, hier, bevor du jetzt weitermachst. Dann setz doch den Tank um nach hier hinten, dann hast du kürzere Wege. Ah, gut mitgedacht, lieber Emmes. So manchmal? I am very proud of you. So manchmal hast du echt lichte Momente. Manchmal hab ich auch ein Hirn. Gehirn. So, wo ist mein Schlafsäckchen? Oh, Schlafsäckchen. Ein Saftschleckchen. So, gute Nacht. Es sieht schon total krank aus, wie er da drin hängt. Burgesserver. Ja, der ist leider noch nicht so vorbereitet. Da muss der Timo mal gucken, warum das so ist. Okay. Ich habe die Gästenamen verraten. Nein! Ja, er muss da mal schauen, warum da drauf steht Hoges Server. Das ist nicht Hoges Server, das ist unser guck, Server. Guck mich an, da stehen. Zurück. Nach links. Hä? Danke, habe ich doch gesagt. Ich bräuchte Göbelstone. Kübel? Göbelstone, zum Göbeln. Okay, dann hol dir Göbelstone. So, da. Das war nix. Ja, habe ich gesehen. Ich pumpe dann schon mal... Boah, wer hat denn das hier so beschissen hingestellt? Ach, was weiß ich. Das kann da wieder nur der Emmes gewesen sein. Irgendein Mongo. Warte, ich kann von hier hinten disconnecten. Mach. Okay. Danke. Ja, sehr gut. Mach noch einen höher. Dann musst du da als disconnecten. Wie du es einfach nur drauf hast, Emmes. Wie du es einfach nur drauf hast. Ja. So manchmal hab ich. Also es gibt echt schon Momente, wo ich sage, oh Leih, wie er es drauf hat. Wie er es einfach nur drauf hat. Ich fang übrigens an schon zu pumpen. Nur, dass du Pump ab das Öl! Komm, pump es ab! Lass dich nicht komm, lumpen! Pump ihn ab! Was? Pumpt der auch? Sieht nicht danach aus. Das Fluidukt ist immer noch leer. Ja, aber er pumpt. Aussieht. Oh lei, die Pumpe. Ja, er pumpt. Die ist wahnsinnig langsam. Ja, 1,6, 2,5, ja. 3,4, gib ihm Zeit, bis der Motor läuft. Gib ihm noch Zeit. Wenn der Motor warm ist, dann pumpt er auch auf vollen Touren. Das reicht. Hey, ich habe den ersten Öltropfen im Fluidukt gesehen. Was? Oh, wie süß. Oh. Fluidukt leer. So. Computer sagt nein. Hier müsste dann allerdings auch noch ein Hebel rein, ja? Natürlich müsste noch ein Hebel rein. Wo denn? Hier. Hier? Nö. Oder? Nein. Mach den Hebel bitte weg. Was war das? Warum hatte ich jetzt hier einen Sound von einer Bottlegun? Also ich wäre dafür, dass es hier mit Hebel funktioniert. Ohne Dingsbums. Wie heißt's? Da, ja, aber da ist bereits ein Servo drauf. Da musst du aufpassen. Da müssen wir den Servo erst runternehmen. So. Ja. Mhm. Aha. Weil dann, jetzt kannst du den Hebel weil setzen. Weil dann kannst du es besser kontrollieren, finde ich. Ich meine, die sind wirklich eine feine Sache, die Servos, aber hier sollst du es ja kontrollieren können. Okay, hast du ein Servo gesetzt? Nö, du? Ich hab doch einen Hebel. Olei, guck mal. Was? Oh, wir sind reich, wir sind reich. Wir sind Scheiche, wir sind Scheiche. Wir sind Scheiße? Wollte ich auch gerade sagen, das hat sich vollkommen falsch angehört. Das hat so verkehrt geklungen. Wir sind Scheiße, nein, Scheiche. Wir können uns teure Autos leisten, Sportwagen mit einem Stier drauf. Oh ja, Stiere.
mit einem Stier drauf. Oder Pferde oder